heute bekommt mein Auto eine Solarzelle, ein Solarmodul, und zwar von Autarka. Ich wollte es eigentlich selber drauf machen, ist aber gar nicht so leicht, eins zu finden. Für den alten wäre es leichter gewesen, für den hier habe ich mir ein bisschen hart getan und dann dachte ich, ich lasse es lieber professionell machen, bevor irgendwas schief geht. Schauen wir mal, was so wird. Ich habe mich ja für den Einbau einer Solaranlage oder besser gesagt eines Solarpanels von Autarka in Erding entschieden, weil die einfach sehr gute Bewertungen haben und es da auch schon einige tolle YouTube-Videos gab, sodass ich mich einfach gut damit identifizieren konnte und ich dachte, dass das perfekt für mich klappen würde. Erstmal gab es 8 Wochen Wartezeit für das Angebot und dann nochmal ungefähr 4 Wochen Wartezeit, bis ich tatsächlich den Einbautermin bekommen habe, oder 5. Aber das ist in Ordnung, denn wenn einfach große Nachfrage da ist und die eben das besonders gut können, dann muss man eben warten. Hätte man sich halt früher drum gekümmert, sehe ich ein. Mein Anliegen war klar, dass ich Steckdosenstrom möchte, also einen Wechselrichter brauche. Da wurde mir vorab gesagt, dass er mein Auto erst anschauen muss und das dann eben bespricht, wenn ich mit dem Auto zum Termin komme. Gesagt, getan. 9 Uhr war mein Termin. Ich komme an und die beiden Damen, die sehr nett waren, haben aber keine Entscheidungsgewalt. Also musste ich auf den Chef warten. Der hatte mich komplett vergessen und kam dann erst irgendwann um 10:30 eingetrudelt. Dann hat er aber auch keine Zeit für mich, sondern war erstmal ziemlich beschäftigt. Der Einbaumitarbeiter, der sonst noch beim Verbauen hilft, ist gerade im Urlaub. Dementsprechend hat der Chef da kurz geholfen, da durfte ich aber nicht mit rein. Dann hatte er ein wichtiges Telefonat, zack, Türe zu. Und so kam das Gespräch dann ungefähr eine Stunde später, so gegen 11:30 zustande. Also habe ich 3 Stunden verschissen für nichts. Klar, kann man machen, finde ich aber nicht sonderlich kundenfreundlich. Dann habe ich eben gesagt, ja, der Wechselrichter, es war ja klar, dass ich den brauche. Ich dachte halt, die hätten welche lagern. Ich meine, Fachfirma, und dass du dann gar nichts hast. Und er meinte, ja gut, den muss er jetzt bestellen. Ich habe ihm eben nochmal gesagt, dass ich mir gewünscht hätte, dass das alles in einem Aufwasch geht. Und da das Auto ja erst am nächsten Tag am Abend zum Abholen ist, dachte ich halt, vielleicht dauert es noch 1-2 Tage länger und alles ist fertig. Wer telefoniert? Liefertermin ist in 5 Wochen und da können wir dann auch gleich den Einbau machen. Nach dem gleichen Wechselrichter schaue ich auf Amazon und kriege ihn innerhalb von 2 Tagen. Wie kann das sein, dass eine Fachfirma 5 Wochen braucht und ich ihn in 2 Tagen bestellen kann? Ich finde, dass dann geschäftstüchtig wäre zu sagen, okay, dann bestellen Sie ihn selber, wir verbauen ihn, Sie zahlen nur den Einbau. Nein, das war dann Geschichte. Jetzt lasse ich es von einem Freund machen. Hätte ich wohl von Anfang an tun sollen. Also, ich muss sagen, ich bin alles andere als begeistert. Der Einbau, also ich denke, das ist alles in Ordnung. Der Freund schaut jetzt erst drüber, aber es sieht gut aus, es funktioniert, es ist angeschlossen. Ich denke auch, dass die freundliche Dame, die den Einbau gemacht hat, sich wirklich sehr gut auskennt. Die hat mich noch auf ein Problem mit der Batterie hingewiesen, dass die falsch angeschlossen war und dass sie das eben direkt behebt beim Einbau. Also finde ich wirklich alles super, super, super. Da kann man nichts sagen. Aber eben der Chef ist für mich nicht sonderlich geschäftstüchtig, nicht kundenfreundlich. Und ja, also ich finde einfach, wenn klar ist, dass das mit Wechselrichter sein soll und wir nehmen jetzt oder hätte mir nur den kleinsten, den 300er empfohlen, also kleiner geht es ja dann sowieso nicht, warum kann das dann nicht mitbestellt werden? Warum geht das dann nicht in einem Aufwasch? Und er hat gesagt, ja, sie hatten schon ganz viele Nuggets, aber meiner ist besonders problematisch, auch das Dach ist ja so rund und ich denke mir, das ist seit Modell 2014 immer das gleiche Dach. Also halt, das passt für mich nicht zusammen. Es kann doch nicht sein, dass alle Leute nur mit dem alten Nugget gekommen sind, seit 6 Jahren. Also denke ich mal, die hatten noch nicht so viele Nuggets. Also ich kann es mir nicht erklären. Ich möchte da jetzt niemandem irgendwas zuschieben, aber das passt für mich nicht. Sie mussten das Solarmodul dann erst noch umbauen, weil sie die Füße am Rand hatten und das nicht ging wegen dem runden Dach. Ich habe da schon andere Lösungen gesehen, die mir echt besser gefallen hätten eigentlich. Aber da hätte ich halt bis nach Lübeck rauf müssen und das hat mich nicht interessiert. So dachte ich, ach ja, super, Autarka, ganz in der Nähe oder halt zumindest nicht so weit weg, nehmen wir.
Also ich kann euch nur empfehlen, geht erstmal hin, macht einen Termin, bevor ihr irgendwas tatsächlich fix ausmacht. Also ich dachte halt, gute Rezensionen, tolles Video, tolle ja, Beschreibung einfach von denen und einige Urkunden und autarker, das klingt ja schon so. Also ich denke, die Arbeit passt, es ist halt relativ teuer. Ich habe jetzt 1880 Euro bezahlt, 36 Arbeitsstunden. Ich weiß gar nicht, wie ich auf 36 Stunden komme, wenn ich ehrlich bin. Er stand von 9 in der Früh bis zum nächsten Tag um 4:30 am Abend. Allerdings hat meistens nur eine Frau gearbeitet. Aber gut, ich meine, sonst muss man dabei bleiben, wenn man das wirklich echt nachvollziehen will. Für mich, ich weiß es nicht, angeblich hat er noch 3 Stunden mehr gebraucht, die er mir gar nicht berechnet hat. Schwer nachzuvollziehen, will ich jetzt mal nicht sagen. Ich habe 110 kW jetzt auf dem Dach für gute 1800 Euro, ohne Wechselrichter, ohne allem, einfach nur Anschluss zur Autobatterie. Also, keine Ahnung. Ich kann euch ja das mal noch einblenden, wie es aufgeführt ist. Ich möchte nicht, also wenn das jetzt alles so gepasst hätte, wie vorab von meiner Seite vereinbart, dass die auch gleich den Wechselrichter dran machen und dass dann alles fix und fertig ist, dann hätte ich, glaube ich, einfach nur gesagt, ja geil, so wollte ich das. Aber wenn halt dann schon so ein Hickhack ist und irgendwie ist das für mich nicht kundenfreundlich, wenn ich dann keine Zeit habe, den Kunden aufzuklären. Weil ich meine, irgendwie mein Geld kann er ja auch nehmen. Und dann muss das einfach auch, gerade wenn ich eher im teureren Segment bin, so sein, dass es dann auch Service gibt. Und den gab es da jetzt gerade bei mir nicht. Das Einzige, was ich noch positiv erwähnen wollte, er hat mich dann darauf hingewiesen, dass unter der Verkleidung bei der Heckklappe sich Rost gebildet hat, den man nur sieht, wenn man die Verkleidung abnimmt. Und da möchte ich echt noch sagen, da bin ich sehr dankbar, dass er mich darauf hingewiesen hat, weil das hätte ich sonst jetzt niemals gesehen. Und das finde ich sehr kundenfreundlich und sehr gut. Das ist aber wirklich das Einzige, wofür ich jetzt sagen kann, okay, das ist tipptopp. Ah ja, stimmt. Und dann bin ich noch gekommen, das Auto abholen, sehe, dass die Verkleidung auf der Seite so schäbs weghängt, sag, ist das normal? Oh, so soll das natürlich nicht sein. Da wurde ein bisschen gedrückt und geschoben und dann ist es in Ordnung gebracht worden. Also solche Sachen schrecken mich jetzt nicht so sehr. Das kann immer passieren, meiner Meinung nach. Aber halt einfach, da passt dann wieder alles zusammen. Irgendwie Auto am Ende nicht richtig überprüft. In meinen Augen wenig Kundenfreundlichkeit. Und ja, also ich würde sagen, aus meiner Sicht, ich denke, dass die Firma halt am Anfang Top-Leistungen gebracht hat. Deswegen die guten Bewertungen. Aber dass die jetzt einfach relativ viele Aufträge haben, den Preis beibehalten haben, den hohen, nur der Kundenservice einfach weggefallen ist. Also wie gesagt, vielleicht hatte ich einfach nur Pech, aber das hatte ich dann definitiv. Und ich würde da jetzt nicht mehr hingehen. Auch wenn das Solarpanel sicher gut verbaut ist, da möchte ich nichts sagen. Aber der ganze Rest stimmt in meinen Augen einfach nicht zusammen. Und ja, dann ist das für mich einfach nicht rund, zu teuer, macht keinen Sinn. Ja, wie seht ihr das Ganze denn? Habt ihr selber Solarpaneele drauf? Wenn ja, wie viel Watt habt ihr auf dem Dach? Und habt ihr einen Wechselrichter? Und wenn ja, mit wie viel Watt? Schreibt mir gerne mal in die Kommentare. Und wenn jemand tatsächlich schon bei der Firma Autarka gewesen sein sollte, dann schreibt mir das doch auch gerne. Vielleicht stimmen ja meine Vermutungen. Oder, keine Ahnung, habt ihr auch solche Erfahrungen? Wann wart ihr dort? Also ich wäre da wirklich sehr neugierig. Freue mich immer über einen regen Austausch in den Kommentaren. Ein paar Bilder habe ich noch für euch zusammengeschnitten. Die blende ich mal noch ein. Den Wechselrichter, den kriege ich jetzt auch. Vielleicht kann ich da den Verbau dann so richtig mitfilmen, weil das ja eben nur ein Kumpel von uns macht. Und da halte ich euch dann natürlich auf dem Laufenden. Bis dahin, ich wünsche euch alles Gute. Bleibt dabei, lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Weitere Bike-Videos folgen natürlich auch.